Dann will ich mal. Select a stage. Stage 1, School of Insanity. Okay, School of Insanity. I was alone, fighting out of fear that my hometown would be destroyed. Also das bin wohl ich jetzt dann gerade. Metal shards flew all around me. My enemies' attacks continued to come at me, even as I was struggling to sort them out while surrounded and blinded by flying debris. But losing wasn't an option. If I lost, my hometown would have become nothing more than a ruin of rubble and shattered remains. And, finally, my sword pierced the metal body of that machine. 4 years have passed since that fight. We are now living peacefully. Charles, who I risked my life to first fight and then saved, has found work as an engineer and is now living with us. Even though his office is in Arkhaya City, he is currently working out of my house. According to him, living here is more interesting, and he can't imagine being anywhere else. My other friends haven't changed that much. We help each other out, and enjoy life together. It's been 2 years since I became the mayor of Crystal City. The citizens all seem to like my governance, and people often drop by the house for a visit. Ja, Bürgermeister sein hat schon was für sich. Oh. Looks like someone is dropping by right now. Child 1. Alex, hi. What's up? Child 2. Well, scary monsters are starting to show up in our school. Alex, monsters? Child 3. Yeah. I saw a really huge monster there, and it's so big it makes the floor shake when it walks. Child 4, they very scary. Please help. Alex, getcha. I'll take care of those nasties you guys are talking about. Children, thank you, thank you. A few days later, I headed out with my short sword in hand. I told my friends to have my dinner ready, as I was going out for a bit of chamber action. I told them not to worry as I wasn't planning on taking anything on that would be too dangerous. Something along those lines, anyway. Now, I was about to casually head to the school to get rid of a few pests. Little did I know that a harsh and grueling adventure would be just around the corner. Select a level, 1-1, the first floor, southern building. Ja, wir beginnen also jetzt tatsächlich unsere Reise. Okay. Lasst uns beginnen. I'm right at the front of the entrance to the southern school building. I'm going to start exploring the whole school building from here. Let's see if there's anything useful in the staff room or classrooms. Seems like I won't be able to get to the northern building without going through this hall and finding a key. What? What are those things? Ah! Weapons list. Short sword, 1, attack 30, multiplier 2, my favorite from the previous journey. Ja, und das Short Sword, das nehmen wir jetzt einfach mal. Ich glaube, das ist besser als diese Keule. Set to crit weapon 1. Ja, das kann man also auch, wenn man eine Waffe hat, kann man 1 oder 2 drücken, um sie dementsprechend in die eine oder die zweite Hand zu nehmen. Ich habe jetzt also das Schwert auf die erste Hand gesetzt. Ich habe nämlich 84 davon. Und jetzt kann ich das auch trotzdem mal ziehen. Kann ich nicht. Aua! Da liegt was. Korn. Schön. 2 Münzen. Und ich bin verletzt. Wie viel habe ich denn jetzt? 75/110. Oh, das ist aber. Das ist aber. Ja. Ich glaube, das wird auch das erste. Wow. Red ball, 5, obtained in the tutorial. Na, das habe ich ja wunderbar hingekriegt. Ja, ist ja gut. Oh, Himmel. Schön. Alex never came back from the school. Ja, wie denn auch? Ich bin tot. Okay. Select a stage, tutorial. Nein, Tutorial haben wir doch gerade. Select a level, 1-1, the first floor, southern building. Ich werde das jetzt mal abkürzen. Und dann werde ich gleich mal zu Anfang, ja, ich werde es tun müssen, ein kleines Gimmick einführen. Ich wollte es eigentlich erst später machen, aber ich sehe hier gerade, dass das so nicht funktioniert. Möglicherweise schafft ihr das anders. Es gibt durchaus Menschen und Spieler und Zocker und whatever, die dann sagen, wieso, das geht doch ganz einfach, auch ohne. Ich mache das so und so. Aber ich möchte euch durchaus ermutigen, auch diesen kleinen Trick
Es ist kein Cheat. Es ist nichts, wo man mogelt. Ich verrate euch gleich, warum. Erinnert euch doch an die Katze, die wir im Tutorial gesehen haben. Ja, die am Fluss saß. Das hat schon so ein bisschen seine Bewandtnis, denn man kann im Spiel hier eine bestimmte Kombination drücken, um Katzen zu rufen. Die Katzen helfen einem, die Monster zu besiegen. Jetzt kommt aber das Ganze, warum das kein Cheat ist. Dadurch, dass man eben die Katzen ruft und die Monster kaputt machen, gewinnt man jedoch keine Erfahrung. Das heißt also, die Katzen helfen wirklich nur und machen halt den Weg frei. Das ist in vielen Situationen, auch zumindest am Anfang, wo man noch nicht so viele Waffen und Möglichkeiten hat, auch sich zu heilen, habe ich ja momentan noch nicht, ist das durchaus eine Hilfe. Leveln kann man immer noch später. Das ist auf jeden Fall natürlich auch wichtig, sonst würde man das Spiel ja nicht schaffen. Aber in den ersten Levels und in den ersten Sachen, da muss man das schon tun, weil sonst hat man da durchaus Probleme, finde ich. Ihr könnt es natürlich auch gerne anders sehen, ihr könnt es natürlich auch gerne selbst durchspielen, wird halt dann schwieriger, finde ich wiederum. Aber es ist ja nicht... Also, man darf ja spielen, wie man will. Ne? Es gibt ja viele Möglichkeiten, dieses Spiel in dieser Hinsicht zu spielen und zu gewinnen. So, versuchen wir das Ganze nochmal. Ich drücke jetzt mal die ganze Story hier weg, damit wir auch gleich weitermachen können. I'm right at the front of the... What? What are those things? Schön. Okay, die sind weit genug weg. Die machen sich auch gegenseitig fertig. Und ich sage Thundercats, los! Okay, das ist zumindest eine Katze, die momentan hier aufräumt. Das reicht aber auch. Zumindest noch. Okay. Mit dem hat sie offenbar noch Probleme. Ich helf mal. Weapons, short sword, one, attack 30, multiplier 2, my favorite from the previous game. Toll. Hallo, andere Katze. Menlifer, go home. Have fun with that one. Also hier kann man natürlich die Katzen auch befehligen. Man kann ihnen sagen, ja, ist ja gut. Man kann ihnen auch sagen, was sie tun sollen. Deswegen sage ich jetzt einfach mal, have fun with that one. Also go home gibt es natürlich. Man kann sie auch wieder nach Hause schicken. Have fun with that one. Have fun with that one, also sprich, vergnüg dich mit dem Gegner, das wäre dann, das sage ich gleich. Make a swarm. Das erklärt sich, glaube ich, von selbst. Your name is. Your name is, also da kann man die Katze umbenennen. Stay close to me. Ja, also bleib bei mir. Destroy the wall in front of me. Die kann sogar Wände zerstören, das finde ich sehr witzig. Okay, do your job. Ja, das wäre dann der letzte Punkt, okay. Go home. Have fun with whom? Green Slime at 17.0 HP, 100% level 1. Okay, Green Slime. Green Slime at 12.08. Green Slime at 17.08. Green Slime at 12.08. Ja, kümmere mich mal um den hier mit. Ich bin wieder was tot. Na toll. Ich muss, glaube ich, wirklich erstmal leveln. Das geht so gar nicht. Ja, ich bin schon wieder tot. Ja, ich weiß. Alex never came back from the school. Das hatten wir schon mal. Tut Select mir leid. Stage 1. Selector level 1-1. I'm right at what? What are those things? So, probieren wir das Ganze nochmal. Jetzt sind die Monster weg. Jetzt haben sie alle Angst. Ich muss doch aber leveln. Oder kann ich jetzt schon leveln? Nee, kann ich noch nicht. Okay. Die kann ich eigentlich ganz leicht besiegen. Oh, jetzt kommt schon wieder dieses Ding. Schön. Oh nein. Okay, ich level mal lieber. Ich setze jetzt erstmal... Wie viele Punkte haben wir denn zur Verfügung? 10 Punkte, okay. 5 Punkte setze ich auf Attack. Defense, current value 0, 1, 2, 5.
Und da setze ich auch mal 5 Punkte drauf. Das muss erstmal HP confirmed reichen. Yes! Und ich bin stärker! Oh. Aua! Moin. So. Okay, ich bin etwas stärker geworden und ich habe schon wieder 79 110s, ja. Okay. Und ich sage wieder Thundercats, los! Ah, jetzt kann es auch was gegen die Dinger ausrichten. Ja, so ist das fein. Command Manuver, go home. Nein. Do your job. Ich möchte eigentlich gerne die Münze hier einsammeln. Geh mal. Command Manuver. Ach, dann geh nach Hause. So, jetzt kann ich die Münzen hier einsammeln. Coin. Okay, jetzt haben wir erstmal Ruhe und können hier in diese Tür hineingehen. Sind zwar die Münzen verschwunden, aber wir kriegen nachher noch genug. Was haben wir denn hier? This seems to be the staff room. Ah, okay. I can see a bunch of keys on the desk to my right. Na dann. Tapsen wir da mal hin. Oh, was ist denn da noch? Okay, wir stehen hier vor irgendwas. Object Info, Desk at 50. Large Box at 59.1. Strike Box at 58. Okay. Was haben wir denn da? There is a big box here, but lots of strings are around it and I cannot open it. Wonder what is in it. Okay, die ist irgendwie sperrt, was auch immer. Aber ich will das haben, was da drin ist. Sofort. Na, geht doch. Looks like there are some weapons in here. They probably for protecting students in case of an emergency. Let's grab them. Ja, natürlich. Und wieder hops nach unten. There is a bunch of keys. Ja, das habe ich auch schon gemerkt. But the key to the northern building seems to be the missing. Alex, shit. I'm guessing it was that damned developer that removed that one key. Böse Entwickler. Developer, hey, it's still the beginning of the game. Don't ask me for help so soon. Ja, okay, ist ja gut. Ah, I don't have it. Someone obviously did, but being scared of the monsters as they were, don't you think they may have dropped it somewhere? Alex, take the keys anyway. No, of course. Natürlich, natürlich. You took the keys from the desk. Okay. What? Where'd they come from? Hilfe! Ich hab wieder gelevelt. Wow. Jump. Coin. Stirb. Coin. Münzis. Coin. So. Stats up. Wir machen wieder 1, 2, 3, 4, 5 auf die Attack. Defense, current value 5. 1, 2, 3, 4, 5. Set 8 confirm. Das ist sehr wichtig, weil auch die Katzen haben nur die Stärke, die du besitzt, also der Spieler. Sie werden also mit dem Spieler stärker. Das muss man so mal nochmal dazu vielleicht erwähnen. Und wir haben übrigens, ach, das wollte ich auch noch, machen wir gleich hier, weil es hier gerade so schön ruhig ist. Wir haben hier 3 verschiedene Item-Kategorien. Wir haben einmal mit I. You don't have any items. Ja, das weiß ich auch, dass ich keine Items habe. Aber mit I, da würden dann die Sachen kommen, soweit ich weiß, wo man sich heilen kann oder für die Verbesserung der, körperlichen Konstitution. Und dann hätten wir noch Collection Items List. Collection Red Items. Ball 5, obtained in the tutorial. Ah ja, das sind die Red Balls. Das sind jetzt hier diese
Bälle, die wir im Tutorial. Blue ball, 2, obtained in the tutorial. Ja, auch das. Green ball, 2, obtained in the tutorial. Yellow ball, 2, obtained in the tutorial. Ja. Bunch of keys, 1, it's got keys for lots of places in the school, just not the one for the northern building. Ja, verstehe. Coin, 10, can be exchanged as currency for various items. Ah ja, okay, das heißt, wir haben, also die Coins sind auch zum Shoppen da sozusagen. Thin plate, 50, used by plate launchers. Ach ja, wir haben jetzt eine neue Waffe, stimmt. Was haben wir denn jetzt für Waffen hier? Weapons list, club, 1, made of plastic. Ja gut, die kennen wir. Short sword, 1, attack 30, multiplier 2, my favorite from the previous journey. Ja, das haben wir jetzt gezogen gerade. Sashometer, 1, attack 25, multiplier 1, pushes an enemy with small damage. Ja, okay, das ist jetzt nicht so toll, das hat jetzt 5 weniger als das Schwert. Bat, 1, attack 50, multiplier 1, a little bit longer than the short sword, but doesn't become stronger than it. Okay, das heißt, es ist nicht unbedingt stärker. Plate launcher, 1, attack 150, shoots hard and thin plates. Den setzen wir mal auf die 2, den werden wir vielleicht nachher noch brauchen. Oh. Warum? Not enough tech to equip this weapon. Aha, da haben wir schon das erste Problemchen. Not enough tech. Weapons list. Plate okay. Launcher. 1. Attack 150. Shoots hard and thin plate. Plus short sword. 1. Attack 30. Multiplier 2. My favorite from the previous journey. Ich kann die Sprache leider nicht anhalten, da gibt es leider keine Taste für. So, wir gehen weiter. Ich glaube, ich muss gleich wieder meine Katzen loslassen. Ja gut, den kriege ich noch so hin. Wiedersehen. Wir gehen aber nach rechts weiter, weil links ist es momentan uninteressant. Wir wollen ja zu dem nächsten... zum nächsten Raum. Es ist so verdächtig still hier. Es ist so verdächtig still hier. Wiedersehen. Katzen! Ich sammle mal ein bisschen was ein. Korn. Du machst doch schon meine Thundercat. Du bist fertig? Ja? Okay. Dann sammle ich mal lieber vorher die Münzen ein. Dann gehen wir gleich wieder zurück zur Tür. Ja, Katzi. Ja. Guck mal, da. Ja, guck mal, da kommt wieder was. Na, gib mir. Die. Na also. Schön. Ja, du darfst wieder nach Hause gehen. Command menu, go home. So, den habe ich jetzt nach Hause geschickt und jetzt gehen wir hier in die nächste. Durch die nächste Tür. So rum. Ihr dürft euch weiter bekriegen. Ich gehe jetzt erstmal da hinein. This seems to be the courtyard. But my gut's telling me there doesn't seem to be anything important here. Das werden wir ja sehen. Zum Beispiel liegt da irgendwie ein Schlüssel rum. Das klingt nach einem Schlüssel. Und da ist eine Wand. Hopp. Noch eine Wand. Und noch eine Wand. Hopp. Looks like the key to the silence room is stuck to this tree. I'm not quite sure why it's stuck in a tree, but let's grab it anyway. Natürlich. Hopp. Da kann ich jetzt nicht hoch. Was ist das? Object info, small iron ball up 55.7. Ach, die sind auf 7 oben. Da komme ich ja gar nicht hoch, weil ich kann nur 4 Einheiten hoch springen. Aber da gibt es auch nichts zum Hochklettern. Ich kann auch gar nichts hochklettern. Ich kann nur hoch springen. Das geht irgendwie nicht. Warum geht das nicht? Ich will die haben. 52.0. Nee, komme ich jetzt nicht hin. Schade. Ja, liebe Bälle, ich kann euch leider nicht. Da sind ganz viele Münzen. Hopp. Ja, nochmal. Lass mich da hoch. 94, 2. Korn. Schön. Münzen eingesammelt und wieder runter. Ich glaube, da war sonst nichts mehr. Ja. Tschüss, Bälle. Ich kann euch leider nicht holen. Geht irgendwie nicht. Ich weiß gerade nicht, wie. Kann ich den Vogel töten?
kommt aber auch nicht hoch. Da ist auch nichts zum... Hopp. Schade, das habe ich nicht erwischt. Schade. Wir gehen mal weiter. Hopp. Und hopp. Aua. Hopp. Na toll. Ja. Da krieg ich mir noch Gehirnerschütterung. Ja. 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 Ach, und hüpf. Meine Güte, hüpf, 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 hallo? Na toll. Hüpf, hüpf, hüpf. Na gut, gehen wir weiter.